Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Kyrandia Teil 1. Ein schönes Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 1992, was leider in meiner Kindheit an mir vorübergegangen ist, aber allein die Screenshots laden schon zum Spielen ein. Und dann gab es noch den Ulex und den Pionier, die sich besonders für dieses Spiel eingesetzt haben. Und deswegen spielen wir das Spiel jetzt und schauen mal, was passiert. Malcolm, der böse Hofnarr, ist ausgebrochen. Er kontrolliert jetzt die Quelle der gesamten Magie des Landes. Du kannst es wagen, mich umzuwerfen? Nicht doch etwas Besonderes für dich? Was für ein lächerlicher Fluch. Ich warne dich vorher. Spring nicht auf diesen Baum. So ist viel lustiger, nicht wahr? Liebe Bryn. Malcolm ist ausgebrochen. Er wird bald zu mir kommen. Bitte hilf Brandon. Sei gegrüßt, Kallak. Mächtiger Anführer der königlichen Mystiker. Habe ich dich erschreckt? Malcolm, ich habe gestern von deiner Flucht gehört. Ich habe dich früher erwartet. Warum sollte ich mich beeilen? Ich herrsche über dieses Land. Dein mickriger Fluch hält mich nicht zurück. So, erschlag mich doch. Ich habe nur noch wenig Magie übrig. Ich werde dir zu Leibe rücken, zweifle bloß nicht daran. Du bist jetzt aus Stein. Ich lasse dir allein deine Augen. Für Kyrandia vergieße ich nicht eine Träne, aber deine will ich dir nicht nehmen. Das habe ich schon immer gern gemacht. Großvater! Was ist dir zugestoßen? So, jetzt haben wir die Kontrolle über das Spiel. Ja, also im Handbuch steht, dass wir eigentlich der Sohn von dem kürzlich ermordeten König sind. Und zwar hieß unser Vater König William der Großzügige. Der Hofnarr Malcolm hat ihn und seine Frau ermordet. Wir wurden dann von unserem Großvater Kallak, der jetzt leider eine Steinfigur ist, wurden wir schon als Kind weggebracht und im Geheimen aufgezogen. Und ich bin mir aktuell nicht sicher, ob wir wissen, dass wir ja quasi der Thronerbe sind letztendlich. Und Malcolm hat dann irgendwann mal diesen Kyra-Gem, das ist dieser Stein, von dem alle Macht des Landes kommt, hat er gestohlen. Man hat es aber geschafft, ihn im Schloss zu halten, ihn dort einzusperren und so eine Weile Ruhe gehabt. Aber die Magie wurde dann halt immer schwächer und jetzt ist sogar Malcolm nochmal ausgebrochen. Man konnte ihn halt nicht mehr mit Magie halten und wir sollen jetzt die Welt retten. So, wir schauen uns um. Wo kommt jetzt eigentlich dieser rote Stein her? Den sah man vorhin nicht. Ist das jetzt eine Träne von unserem Großvater? Großvater, kannst du mich hören? Oh, scheinbar nicht. Oder er kann uns hören, kann nur nicht reagieren. Da ist der Brief, oder? Leer, außer dass Prinz Name darauf steht.
Das ist wahrscheinlich der Brief, der vorhin geschrieben wurde. Ich gehe lieber zum Tempel. Brynn wird wissen, was zu tun ist. Ja, dann gehen wir dann mal nach ihr gucken. So, eingepackt. Der Stein ist ein Granat. Packen wir auch mal ein. Kann man hier sonst noch was klicken? Das kann ich nicht nehmen. Er braucht doch Licht. Okay. Ein Regal mit Büchern der Mystiker. Hübsche Einbänder, aber eine langweilige Lektüre. Ist da irgendwas drin? Ja, laut Handbuch muss hier irgendwo in einem Topf ein Apfel sein, aber in dem scheinbar nicht. Ah, vielleicht in dem. Großvaters Säge nehmen wir auch mit. Man kann auch die Sachen wieder ablegen. Also wir haben nur das Inventar, was wir hier haben. Und das könnte ein bisschen sportlich werden für ein Point-and-Click-Adventure. Aber okay. Sollte ich Großvater auf das Bett legen? Ich glaube, ich kann ihn nicht bewegen. Ja, und nicht, dass irgendwie noch ein Finger abbricht oder so. Sei da vorsichtig, mein Junge. Ah, da ist der Apfel, der im Handbuch stand. Wir haben einen Apfel. Ich dachte, meine Sandalen wären hier drin. Aha. Ist da sonst noch was drin? Ist hier noch etwas? Ich weiß es nicht. Nee, scheinbar nicht. Er fragt immer dasselbe. Prin? Prin! Komm schnell! Ich glaube, sie hat mich nicht gehört. Ich muss wohl selbst zu ihr hingehen. Alles klar, ich hoffe, du weißt den Weg. Ich weiß sie nämlich nicht. Steine? Mehrere Stine, nicht Steine. Warum fasse ich das andauernd an? Weil der Let's Player immer draufdrückt und hofft, dass du noch irgendwas dazu sagen tust? Wie können die helfen? Ich weiß es nicht. Ich klicke einfach mal, bis du dich wiederholst jetzt. Es sind Steine. Jo. So, was ist mit der Wand da? Wir sind in einem Baumhaus. So, haben wir jetzt hier alles gesehen? Ich denke mal, da geht es auf jeden Fall weiter. Oh-oh. Brandon? Was ist? Wer spricht dort? Bist du Brandon, der Enkel von Kallak? Ja, der bin ich. Was bist du? Wir sind aus dem anderen Königreich. Wir sprechen für das Land. Warum sollte das Land zu mir sprechen? Wir sterben, Brandon. Magische Flüche mit böser Absicht haben das Gleichgewicht der Natur gestört. Könnt ihr nicht eure Kräfte benutzen? Das Böse gibt es nur im Königreich der Menschen. Das Land kennt nichts Böses. Es kann sich daher auch nicht gegen das Böse wehren. Aber der magische Kyragem, das Symbol des Bundes zwischen beiden Königreichen, wurde verdorben. Er kann uns nicht länger beschützen. Du musst dich für uns einsetzen, Brandon. Was? Warum ich? Du bist auserwählt, Brandon. Dein Schicksal wurde schon vor deiner Geburt bestimmt. Aber ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Lass dich von deinem Glauben leiten, Brandon. Bereite dich auf deine Reise vor. Warte! Das verstehe ich nicht. Was geschah mit meinem Großvater? Wir müssen mal kurz in Einstellungen schauen. Ich dachte, ich hätte... Textgeschwindigkeit steht auf langsam, aber ich hatte es eigentlich auf anklickbar gesetzt. Da komme ich ein bisschen besser mit dem Lesen nach. So, dieser Kyragem, das ist ein magischer Edelstein, der ja mit Malcolm im Schloss eingesperrt war. Und den haben die Menschen vor hunderten von Jahren bekommen, als König William I. im Bündnis mit dem Reich der Natur geschlossen hat. Da gab es dann diesen Kyragem, der die Macht der Menschen verstärkt hat oder die Magie verstärkt hat. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen weniger Magie, weil der Stein mal wieder irgendwie unpässlich ist. So. Ich lasse das wohl besser dran. Ich denke nicht, dass die Motten ihn jetzt noch belästigen. Hä? Wen belästigen? Motten? Keine Ahnung.
schönes großes Schild. Aber wir hätten die Bretter hier doch besser zu einer Tür verbauen sollen. Ja, könnt vielleicht ein bisschen ziehen, so im Winter. So, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Zumindest brauche ich heute keine Fenster zu putzen. Da bin ich auch mal glücklich. Fenster putzen geht gar nicht. Ah ja, da kommt wieder die Wurzel und bringt uns nach unten. Sehr schön. So, wir könnten nach hinten, nach rechts und nicht nach links. Kann man hier noch irgendwas klicken? Sieht mal nicht so aus. Dann gehen wir einfach mal nach links. Was ist passiert? Diese Weide sieht schon halb tot aus. Dann... Bah! Sogar der Stamm ist verfault. Was ist das? Ein großes Loch? Mann, diese Weide braucht Hilfe. Ja, ich klicke mal wild rum. Warum muss ich immer alles machen? Weil du der Held bist und ich der Let's Player. Ich wünschte, ich hätte ein Pferd zum Reiten. Ich weiß nicht, wurde im Handbuch nicht erwähnt, aber wir schauen mal. Ich kann nicht glauben, dass sie es geschehen lassen. Gut, du hast ja gehört, die Natur kann sich nicht wirklich selbst helfen. Weil es für sie irgendwie nichts Böses gibt, aber die Natur stirbt halt. Muss man Prioritäten setzen. Wir gehen mal weiter. Da geht's ein bisschen tiefer runter. Wir klicken mal wild in der Gegend rum. Ich hoffe, du kannst da nicht runterfallen. Die Brandung ist heute ziemlich stark. Oh. Das sieht hübsch aus. Mal ein bisschen in der Gegend rumklicken. Nachts, wenn die Tempelkerzen angezündet sind, sehen diese Fenster großartig aus. Was ist das, ein Tempel? Das muss Bryns Mutter sein. Ah, dann finden wir hier wahrscheinlich auch Bryn. Ah, dann gehen wir da mal rein. Hi, bist du Bryn? Willkommen, Brandon. Dann quatschen wir mal. Bryn, Großvater ist verletzt. Was ist passiert, Brandon? Jemand hat ihn in Stein verwandelt. Auf seinem Tisch fand ich eine Notiz. Es steht euer Name darauf. Der Rest ist aber leer. Kann ich die Notiz einmal sehen? Ja, vor allen Dingen, man hat ja im Intro auch gesehen, dass er da noch mehr geschrieben hat und nicht nur ihren Namen. Vielleicht Geheimtinte oder so? Es ist eine verzauberte Botschaft. Sag ich doch. Ich werde den Zauber aufheben. Du kannst die Notiz jetzt lesen. Bryn, sei auf der Hut. Malcolm ist ausgebrochen und wird wahrscheinlich zuerst nach mir suchen. Du musst Brandon begleiten. Führe ihn zum Amulett. Vielleicht kann die Lavendelrose helfen, den Zauber zu lösen. Bitte Darm und Santir bei der Wiederherstellung der Macht des Amuletts um Hilfe. Kallak. Eine Lavendelrose? Und wer sind Darm und Santir? Okay, wir suchen irgendein Amulett und irgendwie eine... Eine Lavendelrose. Okay. Amulett? Lavendelrose? Was mag das wohl bedeuten? Wenn Malcolm entkommen ist, wird er seine schwarze Magie einsetzen, um Kyrandia zu zerstören. Kann er nicht durch eure Magie aufgehalten werden? Um Malcolm zu begegnen, müssen wir alle unsere Magie zusammentun. Wie steht es um meinen Großvater? Tut mir leid, Brandon. Der ehrwürdige Kallak kann nur gerettet werden, wenn wir Malcolm vernichten. Was können wir tun?
Wir sind nicht hilflos. Finde für mich eine Lavendelrose. Und ich werde einen Zaubertrank zubereiten, der dir hilft. Ich steht es mit Beeil dich, Brandon. Jede Minute verringert unsere Kräfte. Okay, wir haben eine erste Quest, eine Lavendelrose finden. Sagst du sonst noch irgendwas? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nie geklickt, um den Text weiterzuklicken. Es steht schon wieder auf langsam. Ist das irgendwie kaputt? Wenn man es gibt langsam, normal und schnell. Wird schon irgendwie. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Brandon? Bitte bring mir eine Lavendelrose. Jetzt durfte ich klicken. Mann, der Boden ist vielleicht rutschig. Dann pass auf, wo du hintrittst. So, wo finden wir eine Lavendelrose? Bitte um Entschuldigung. Ich dachte, das wäre ein Spucknapf. Ist jetzt nicht dein Ernst, Brandon. Oh mein Gott, Junge. Ich wette, wegen dieses Weihrauchbrenners riecht Brunnen so komisch. Du bist auch nicht unbedingt charmant. Tanz der Mystiker. Der königliche Kelch von Kyrandia. Der uralte Kürtopf. Was auch immer das ist. Na gut, wir suchen eine Lavendelrose. Hier können wir nirgendwo mehr hin, dann gehen wir wieder vor die Tür. Sie möchte, dass ich Blumen pflücke? Großvater wurde zu Stein. Er braucht Hilfe, nicht Mitleid. Ja, du kennst dich ja hier aus. Hast du irgendeinen Plan, wo wir so eine Lavendelrose herkriegen? Ja, das sieht schon mal nach Rose aus, aber da redet er nur von Lichtern und Fenstern. Ich habe auch keine Vorstellung, wie eine Lavendelrose aussieht. Ich würde gern wissen, ob dieser Malcolm den Baum krank gemacht hat. Ja, im Intro hat er ziemlich einen Flurschaden gemacht. Ich weiß es nicht. Konnten wir hier irgendwo? Nee, da konnten wir nicht nach unten. So, dann sind wir quasi wieder zu Hause. Geht's da oben lang? Ach nee, das ist nur wieder der Aufzug. Nö. Abwärts bitte. Dann gehen wir mal nach rechts weiter. So, kann man hier irgendwas klicken? Ja, du musst immer die Sachen machen, weil ich Chef, du Held. Ich wünschte, ich hätte ein Pferd zum Reiten. Junge, du bist so fußfaul. Ich kann nicht glauben, dass ich es geschehen lasse. Zum Klicken gibt es ja nichts. Dann gehen wir weiter nach rechts. Oh, das ist immer hübsch. Ich wette, ich kann eine Träne erwischen. Wer weint denn da? Wo willst denn du hin? Ich habe eine. Okay, wir haben jetzt eine... Achso, das ist der Teich der Trauer und wir haben jetzt eine Träne. Okay. Wo kommen die Tränen her? Das würde ich auch gern wissen. Besteht dieser ganze Teich aus Tränen? Ist ja wirklich widerlich. Ja, du hast aber direkt mal eine gefangen. Also, ne? Danke. Ich würde es um keinen Preis trinken. Das musst du auch nicht. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Kann man hier sonst sowas klicken? So, wo können wir jetzt noch hin?
nach unten scheinbar nicht. Nach rechts könnten wir. Können wir auch tiefer rein? Nee, tiefer rein geht nicht. Dann gehen wir mal weiter nach rechts. Da fällt idyllisch ein Blatt zu Boden. Wir sind jetzt im dunklen Wald. Hier geht etwas Seltsames vor. Was ist das? Ein Peridot. Jetzt haben wir ein Peridot und einen Granat. Na dann... Keine Ahnung, für was wir die Steine brauchen. Eigentlich brauchen wir eine Lavendelrose. Wir sind jetzt schon weitergelaufen. Das war eigentlich nicht so geplant, mein Junge. Er hat sich verselbstständigt. Können wir bitte wieder runtergehen? Ich würde dann mal noch gucken. Nach rechts weiter können wir nicht. Wir könnten nach unten. Ja gut, dann gehen wir mal nach oben. Abmarsch. So, hier können wir nach rechts. Hier springt halt nichts so direkt ins Auge für mitzunehmen. Nach links können wir. Tiefer rein können wir nicht. Dann gehen wir nach rechts. So, das sieht wieder besonders aus. Ah, sagst du etwas zu den Steinen? Ein Waldaltar. Dieser Altar hat immer vor Zauberkraft geglüht. Aua, hoffentlich ist das, was Prin will. Also, ich glaube, wir haben eine Lavendelrose. Wir haben zumindest eine Rose. Da sieht es aus, als würde was fehlen. Fehlt hier irgendetwas? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht, wenn wir mal so einen lila Stein finden. Oder die Rose. Okay, die Rose soll wohl zu Prin. Können wir noch eine mitnehmen? Na gut, wir haben, glaube ich, unsere erste Quest erledigt. So, dann gehen wir nochmal hier. Hier kamen wir, glaube ich, von unten. Und dann von links. Der Tränen vorbei. Und dann immer der Nase nach und dann kamen wir irgendwie zu Prin. So, zu Hause. Hier trieft irgendwas Klebriges heraus. Sollen wir da irgendwas mitnehmen? Wo trieft da was Klebriges? Ah, da behalten wir mal im Hinterkopf, dass es da potenziell was Klebriges gibt. So, da sind wir fast bei Prin. Hi Brennan, wir haben deine Rose. Denke ich mal. Brennan, hast du mir die Lavendelrose mitgebracht? Ich denke mal. Sehr gut, Brennan. Benutze die Rose weise und das königliche Amulett wird bald schon dir gehören. Amulett? Es wird eine Zeit geben, in der du damit große Macht ausüben kannst. Oh. Ist das für mich? Um das Amulett zu bekommen, musst du die Rose auf den silbernen Altar legen. Danach musst du Darm finden. Er lebt in den Timbermistwäldern.
Er kann dir wahrscheinlich helfen. Viel Glück, Brandon. Und sei vorsichtig. So, jetzt haben wir eine silberne Rose. War der Altar, wo wir waren? War das der silberne Altar? Wo wir die Rosen gefunden hatten? Da stand zwar alter Altar, aber vielleicht ist ein alter silberner Altar. Amulett? Welches Amulett? Ja gut, das werden wir sehen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.